Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7, dem Remake auf der Autobahn mit Cloud und einer herrlichen Background-Musik. Schön resampled, aber jetzt geht's los. Wir wollen unsere Freunde retten. Die Frage war, wie hat man nochmal Gas gegeben? Nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Ah, Trigger-Button ist es. Keine Sorge, ich komme zu euch. Und ab geht's. Ruhig ein bisschen langsamer werden. Oh, das ist aber gemein. Alles gut, wir haben noch nicht mal angefangen. Der Fuck. Eine LKW, aus dem Leute schießen. Das ist ja dreist. Nebenbei die PC-Version war an dieser Stelle unglaublich blade. Na egal, komm. Nein! Achso, ich muss L1 drücken für Distanzattacken. Das war natürlich auch sehr wichtig. Auf die andere Seite. Und gib ihm. Auf jeden Fall müssen wir auf die Schusslinien achten. So, erstmal weg mit euch und auf die Seite. Aber Angriffe kann ich in der Zeit nicht, nicht Angriffe, sondern... Wupp, in die Richtung. Ah, da kommen ja noch mehr von den Affen. Wir werden nicht schnell. Ja, komm. Erstmal weg mit euch. Keine Sorge, komm auf euch zu und tschüss. Ein LKW weniger. Alles klar. Was? Drohnen. Hubschrauber übernehme ich. Ab auf den Schrottplatz damit. Oh. Ich muss jetzt aufpassen, wo die Drohnen hinfeuern. Okay, finde ich cool. Richtig cool. Neue Mechanik. TP wieder hergestellt, das ist aber nett. Hier könnt ihr uns nicht verfolgen. Ja, da bin ich nicht ganz sicher. Noch haben wir keine weiteren Ziele. Ah, da sind Drohnen. So, euch habe ich. Da ist einer. Dammit. Ich kann doch nicht hier solche komischen Dinger machen. Ich wette, jetzt kommt auch wieder dieser Lodge wieder, oder wie der heißt, oder Lash, oder... Oh. So ein Freund. Der scheint aber, au, scheint aber ein bisschen krasser drauf zu sein. Ah ja, das sind wir so. Geilen Japano Games. Weich den AOEs aus. Nee, weg von ihm. Aber trotzdem cool. Ich meine, wenn man bedenkt, dass man damals in der alten Version von Final Fantasy nur dieses, nur die normalen Shinra-Soldaten bekämpft hat. Ist das hier richtig cool gemacht mit verschiedenen Gegnern, AOEs ausweichen, richtig Spaß haben. Richtig cool, ey. Ah, jawohl. Gerade so geschafft, aber okay. Hallo, da bin ich wieder. So, wo ist er jetzt? Ah, ich glaube, wir haben ihn besiegt. Oder? Nee,
Da an der Seite steht er. Ich kümmere mich erstmal hier um die Drohne. Okay, dann komme ich wohl gerade nicht dran. Dann müsste ich mich wohl doch um ihn kümmern. Jetzt reicht's. Die Drohne verabschiedet sich. Erstmal. Hey! Nicht rammen. Rammen ist nicht nett. Boah, aber auch dieses. Diese. Na, Schaden. Map an der Stelle. Das ist ziemlich cool. Kleiner Moment. Wo ist er denn? Da ist er. Haben wir's? Nee, haben wir immer noch nicht. Der greift ja auch zurück an diese Seite. So. Und jetzt gibt mal Kette hier. Ich glaube, wir haben noch einen ganzen Weg vor uns hier. Alles in Ordnung. Sehr schön, Kette hier wieder hergestellt. Eine Falle! Sehr gut. Ich fahr mal kurz zwischen euch und Kreisel. Hey. Was wird das denn jetzt hier? Ach, drauf geschossen. Das sind doch Soldaten. Leute von Soldat hier. Shit. Aber auch. Ja, kommt mal ein bisschen näher. Machen wir die Bewegung. Sehr gut. Mehr wollte ich gar nicht. Oh, das sieht aber nicht nett aus. So, habe ich einen Distanzangriff offen? Nee, aber das hat irgendwie doch ganz gut funktioniert. Komm mal ran hier. Eure Raketen ab! Ach, ihr mit euren ollen Raketen. Erstmal weg. Eröffne das Feuer auf das Ziel! Auf das Ziel braucht ihr nicht feuern. So, haben wir's? Ich sehe den Himmel! Ich sehe den Tag! Komm, Barrett, hol das Ding vom Himmel. Hört auf zu flattern und stürzt auf! Auf jeden Fall. Was ist das? Zum Henker. Cloud, geht's noch? Warum? Wir scheinen verdammt beliebt zu sein. Die Mäuren beschützen nicht uns, sondern das Schicksal dieser Welt. Seltsames Ding. Da kommt was. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Erstmal auf die Räder hacken. Moment, das gefällt mir so nicht. Dann mal auf die Seite. Schon klar, dass ihr auf mich zählt. Ihr habt ja nicht sonderlich viele Möglichkeiten. Na komm, hier. Bisschen die Seiten wechseln.
Hallöchen, hier bin ich. So, und gleich wieder zur Seite weg. Jetzt wollen wir uns nochmal um die Seite hier kümmern. Geil, Gegner im Schock. Oh, sweet. Wir haben es gerade geschafft, diese eine Vieh. Ja, toll, das bringt uns jetzt auch nichts mehr. Nicht getroffen? Ups, jetzt wollte ich mich mal eben kurz weg. Ja, gut ausgewichen. Was hat er jetzt vor? Oh, Minen. Ne, weg hier. Die Minen gefallen mir gerade überhaupt nicht, aber das geht. Ah, einfach weiter drauf da. Und abbremsen. Oh, hat doch gut funktioniert. Ja, das kriegen wir hin. Und ein Driftattacken. Hat hier irgendwas gebracht? Zumindest dann. Weg von ihm. Was macht er jetzt? Was kommt jetzt schon wieder für ein komisches Ding? Komm. Noch eine Mine. Okay, hab's verstanden. Du magst deine Mine. Oh, und miese Feuerbälle. Ah. Da bin ich auch der Meinung. Wir stehen noch voll gut im Kurs. Wir sind gerade dabei, wieder aufzuholen. Ja, jetzt einmal weg. Und abbremsen. Und hier habe ich noch einen Reifen. Ich glaube, diesen Reifen will er auch unbedingt noch loswerden. Der mag nämlich gar keine Reifen. Oh, schon wieder. Ah, ich habe so eine Idee. Erstmal weg. Und weg mit dem Ding. Okay. Ich würde ganz gerne mal auf die andere Seite von ihm. Na, also. Und. Kabumm. Nee. Du willst doch wohl nicht die Segel streichen. Ja, ich zähle auch auf mich, aber ich muss mich hier gerade echt massiv konzentrieren. Ätzen Minen und jetzt kommt er gleich wieder an, seine Feuerwelle zu schießen. Sag ich doch, da kommen sie. Passen. So, weg von ihm, bevor er wieder seine Fresse macht. Und wieder auf die andere Seite. Wow. Nein. Ich wollte ja eigentlich abbremsen. Feuer. Nein.
Nein! Das gibt's ja nicht. Okay. Wir dürfen nicht nachlassen. Diesmal mit ein bisschen mehr Kontenance und Konzentration. Los geht's. Weg von ihm. Weg von ihm. Okay. Flammenwerfer-Drehding. Jetzt sehe ich nichts, wenn meine Freundin mir im Weg steht. Nicht meine Freundin mir im Weg steht, sondern meine, weil meine Freunde mir im Weg stehen. Okay, und den Minen ausweichen. Ja, und ich laufe jetzt genau wegen dieser Attacke in die Minen rein. Da lang. Krieg ich was hin? Krieg ich hin! Und gewinnt. Er ist wieder im Schock. So, das sieht doch. Aber follow. Und schnell von ihm weg. Sag ich doch, weg von ihm. Nein, weg von ihm! Das ist ja fertig. Nächste Runde. Frontalangriff. Mach einfach. Au! Okay, das war jetzt aber auch gerade echt schlecht von mir getimt. Nicht aufgeben, okay? Ganze Strecke voller Minen und ich laufe in seine Falle rein. Vor jedem Augenblick sollte er eigentlich wieder zurückkommen. Weg von den Dingern. Am besten. Es gibt keine andere Seite. Umso besser, dann reise ich mal. Button smashen, das kriegen wir hin. Noch in diesem Schockmoment. Geht doch. Na los, durchhalten! Komm schon! Übernimm den Kopf, verstanden? Yeah.
Sephiroth? Hier? Was ist hier passiert? Gut, dass wir uns hier nochmal allesamt hinsetzen können. Seltsamer Moment. Aber okay. Ich glaube nicht, dass wir noch Tränke oder dergleichen brauchen. Boah, ich dachte gerade, was fliegt denn da in der Luft rum? Federn. Das Leben fließt durch den Planeten. Doch, wenn er stirbt, stirbt alles mit ihm. Der Planet stirbt nicht. Sterben. Wirst du. Das ist eine Ansage. Kommt man endlich wieder zurück? Und dann wird man so begrüßt? Mann, oh Mann. Der Preis der Freiheit ist gesalzen. Was auch immer passiert, bewahre deine Ehre. Als Soldat! Kommt und holt euch! Scheideweg.
entscheidet sich das Schicksal. Warum hältst du mich auf? Das frag ich mich auch. Was ist denn auf der anderen Seite? Freiheit. Doch, die Freiheit macht mir Angst. Endlos. Wie der Himmel. Der Schrei der Welt. Ihr habt ihn gehört. Er ist die Stimme aller, die je existierten. Ihr Klagen, das die Welt durchzieht. Und das ist Sephiroths Schuld? Dieser Schrei berührt ihn einfach nicht. Ihn kümmern weder Freude noch Glück. Was das Leben lebenswert macht, versteht er nicht. Er hat niemanden in dieser Welt, um den er trauern würde. Er sorgt sich einzig um sich und den Planeten. Deshalb kämpft er mit allen Mitteln. Das ist einfach nicht richtig. Sephiroth ist der wahre Feind des Planeten. Deshalb kämpfe ich. Und ich möchte euch bitten, mich dabei zu unterstützen. Zusammen können wir ihn aufhalten, das weiß ich. Aber dann ändern wir das Schicksal von allen. Dann ändern wir unser aller Zukunft. Darum habe ich gerade gezögert. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen ihn aufhalten, damit der Schrei verstummen kann.